So, guten Mittag, kann ich ja schon fast sagen, bei uns in der NADA heute zum Webseminar. Ich freue mich sehr, dass ich heute Max Schmachtenberg neben mir sitzen habe aus unserem Ressort Recht, der das Thema Disziplinarverfahren heute einmal aufrollt. Wir hatten im letzten Jahr, es ist fast genau ein Jahr her, schon ein Seminar zum Thema Ergebnismanagement. Das ist sozusagen jetzt der Anschluss. Wenn es aus dem Ergebnismanagement dann doch zu einem Verfahren kommt, dann kann es zu einem Disziplinarverfahren kommen. Und ja, Maximilian Schmachtenberg wird heute eben das Thema einmal ja erläutern, was dann passiert, wer für was verantwortlich ist. Genau, und wir machen das wie sonst auch immer. Tatsächlich werden wir jetzt gleich in die Präsentation gehen und anschließend haben wir ganz viel Zeit für Fragen mitgebracht. Also gerne dann auch den Chat oder Ihr Mikrofon nutzen. Wir schalten Sie dann auch gerne frei. Aber bis dahin würde ich gerne das Wort an Maximilian Schmachtenberg übergeben und dann zum Thema Disziplinarverfahren was hören. Ja, vielen Dank, Eva. Ich darf Sie und euch also auch herzlich willkommen heißen hier zum Webseminar zum Verfahrensablauf. Konkret soll es heute um das Disziplinarverfahren gehen. Ich bemühe mich, das doch recht oder sehr rechtliche Thema, juristische Thema möglichst laienkonform auch darzustellen. Aber es geht natürlich trotzdem nicht ohne Paragraphen und ein paar Zitierungen. Insofern, ja, bemühe ich mich, das Ganze verständlich zu halten, aber für Rückfragen ist ja hinterher Zeit. Es soll heute um vier Punkte gehen. Zunächst einmal möchte ich die Grundlagen des Disziplinarverfahrens im Anti-Doping-Regelwerk darstellen. Dann gebe ich einen kurzen Überblick über den Ablauf des Disziplinarverfahrens vor der Folie, die auch schon aus dem Ergebnismanagement-Webinar bekannt ist. Anschließend geht es schwerpunktmäßig dann um das Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht und als letztes noch ein kurzer Überblick über die Disziplinarverfahren vor Verbandsorganen, die auch gelegentlich mal vorkommen. Insofern steigen wir einfach direkt ein. Zunächst einmal mit den Grundlagen. Die Grundlagen für unsere Disziplinarverfahren sind im Welt-Anti-Doping-Code, im WADC, angelegt, den sich, wie wir wissen, die internationale Sportgemeinschaft gegeben hat. Und in Deutschland sind ja die deutschen Nationalsportfachverbände aufgrund ihrer Verbandsautonomie, ja, haben sie die Sanktionshoheit. Deshalb liegt das Disziplinarverfahren grundsätzlich zwar bei den Sportfachverbänden, die Übertragung kann aber auf die NADA erfolgen. Und das ist in Deutschland auch der Regelfall. Ich möchte jetzt erstmal hier den WADA-Code vorstellen oder den Artikel 8, in dem das Disziplinarverfahren angelegt ist. Artikel 8 sagt dazu: Results Management, Right to a Fair Hearing and a Notice of Hearing Decision. Der WADA-Code spricht vom Results Management, also vom Ergebnismanagementverfahren. Wir haben uns in Deutschland dazu entschieden, eine Differenzierung vorzunehmen zwischen dem Results Management, also dem Management des Ergebnisses, üblicherweise das von der Norm abweichende Analyseergebnis, können aber natürlich auch andere Verstöße sein, die zunächst von der NADA bearbeitet werden, um den Sachverhalt zu ermitteln und anschließend dann die Trennung zu haben zum sogenannten Disziplinarverfahren, das die Sachverhaltsermittlung durch eine dritte Instanz beschreibt mit der finalen Entscheidungsfindung. Das stellt sich im WADA-Code in Artikel 8.1 zunächst so dar, dass das Recht auf die Fair Hearings, also auf eine faire Verhandlung, festgelegt wird. Und diese faire Verhandlung soll nach dem WADA-Code auch vor einem Operationally Independent Hearing Panel stattfinden, also vor einem unabhängigen Spruchkörper, der nicht durch die NADA gesteuert wird, sondern vor dem der jeweilige Athlet in einem unabhängigen und fairen Verfahren seine Standpunkte geltend machen kann und volles rechtliches Gehör erfährt.
Gleichzeitig ist wichtig, dass immer die Möglichkeit besteht, für den Athleten nach Artikel 8.3 WADC auch auf das Disziplinarverfahren zu verzichten. Darauf werde ich gleich beim Überblick über das Verfahren nochmal genauer eingehen. Und letztlich steht nach Artikel 8.4 immer im Vordergrund, dass das Verfahren abgeschlossen wird mit einer Notice of Decisions. Das heißt, es soll immer eine begründete Entscheidung ergehen, aus der für den Athleten ersichtlich ist, für den Athleten und für die Anti-Doping-Organisation, auf welcher Grundlage, auf welchem Sachverhalt der festgestellt wurde und aufgrund welcher rechtlichen Würdigung die letztliche Entscheidung basiert. Zusätzlich soll diese Decision, diese Entscheidung immer auch mit einer Rechtsmittelbelehrung, Rechtsbehelfsbelehrung versehen sein, damit die Rechtsmittelrechte, die im WADA-Code festgelegt sind, von den Parteien auch wahrgenommen werden können. Der Artikel 8 des Welt-Anti-Doping-Codes ist in Artikel 12 NADA-Code für Deutschland umgesetzt. Das hat Dr. Morzifer im letzten Jahr schon mal kurz vorgestellt. Also es ist im nationalen Anti-Doping-Code einfach klargestellt, dass die NADA die in Deutschland zuständige Anti-Doping-Organisation ist, die Disziplinarverfahren durchführt, um eben Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu verfolgen und einer korrekten Sanktionierung zuzuführen. Das ist in Artikel 12.1 nochmal konkretisiert und da ist einfach nochmal festgelegt, wenn die NADA zu dem Ergebnis kommt, dass ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen durch einen Athleten oder eine andere Person, etwa einen Athletenbetreuer, ein Trainer, Physiotherapeut, nicht auszuschließen ist, dann leitet die NADA bei dem zuständigen Disziplinarorgan das Disziplinarverfahren ein. Das kann, wie wir gleich sehen, sowohl das Deutsche Sportschiedsgericht sein, als auch ein Verbandsorgan. Genau, und es kommt dann auch immer darauf an, ob eben die Zuständigkeit für das Ergebnismanagement und Disziplinarverfahren durch den jeweiligen nationalen Sportfachverband auf die NADA übertragen wurde. Denn dann wird die NADA selbst Partei des Disziplinarverfahrens als die Partei, die das Verfahren einleitet. Ist das nicht der Fall, führt der Verband selbst in Eigenregie das Verfahren. Darauf gehe ich dann später auch noch mal kurz ein. Die Verfahrensgrundsätze und die Zuständigkeit sind auch in Artikel 12.1 dargelegt. Zunächst hält der NADA-Code fest, dass das zuständige Disziplinarorgan in erster Instanz ein Schiedsgericht sein soll, ein echtes, sogenanntes echtes Schiedsgericht nach den Vorschriften der ZPO. Oder wenn das der nationale Sportfachverband nicht vereinbart hat mit der NADA, dass dann eben das zuständige Verbandsorgan nach dem Regelwerk des Verbandes zuständig sein soll. Insofern ist hier schon im NADA-Code die Zuständigkeit angelegt und die Verfahrensgrundsätze sind dann in Artikel 12.2 nochmal untergebracht, dass eben einerseits die Verfahrensordnung des zuständigen Schiedsgerichts gelten soll oder eben des Verbandsgerichts, dass also der Athlet auch ganz genau weiß, nach welchem Regelwerk hier der Prozess, die prozessualen Vorschriften sich richten. Und dann gibt es noch den Verweis auf den International Standard for Results Management beziehungsweise den Standard für Ergebnismanagement Disziplinarverfahren, in denen auch nochmal konkrete Einzelheiten festgelegt sind, insbesondere was Benachrichtigungen, Mitteilungen an den Verband oder auch die Darstellung der Entscheidung an sich ausgeführt werden. Ich komme dann jetzt zu dem Überblick über das Verfahren. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass immer die Initiative vom Athleten ausgeht. Wir haben ja schon, also letztes Jahr von Herrn Dr. Morzifer, das Ergebnismanagementverfahren dargestellt bekommen, das von der Feststellung des möglichen Verstoßes
über die Benachrichtigung des Athleten und eine mögliche Stellungnahme des Athleten geführt wird. Also die ersten drei Ebenen dieser Übersicht. Und wichtiger Scheidepunkt sozusagen ist der Sanktionsbescheid, in dem die NADA als ersten Schritt sozusagen den Sachverhalt einmal zusammenfasst und eine rechtliche Würdigung des Sachverhalts darlegt und aufgrund dieser rechtlichen Würdigung dem Athleten eine Sanktion sozusagen vorstellt, die sie beabsichtigt. Standardsanktionen für ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis, beispielsweise bei einer nicht spezifischen Substanz, wären 4 Jahre. Das würde dann im Sanktionsbescheid stehen und der Athlet hat an dieser Stelle dann die Möglichkeit, entweder diese Sanktion zu akzeptieren, zu sagen, ich gestehe das ein, ich habe den Verstoß begangen und damit findet das Verfahren einen Abschluss, in dem die NADA selbst eine Entscheidung auf Basis des Sanktionsbescheids erlässt. Das Disziplinarverfahren nimmt seinen Anfang stattdessen dann an der Stelle, wo hier dieser schöne rote Pfeil hindeutet. Und das ist nämlich der Punkt, wo der Athlet Widerspruch erhebt, sozusagen die Konsequenzen, die Sanktion nicht akzeptiert und die Durchführung des Disziplinarverfahrens gegenüber der NADA beantragt. Insofern hat der Athlet immer in der Hand, wie das Verfahren abläuft und muss sozusagen nur diesen Antrag stellen. Daraufhin wird die NADA selbst dann das Verfahren einleiten, entweder vor dem Deutschen Sportschiedsgericht, das ist hier der linke Abzweig sozusagen, und andererseits ist es auch möglich, dass vor dem Verbandsorgan des Nationalen Sportfachverbands auf der rechten Seite das Disziplinarverfahren geführt wird. Auf die Einzelheiten komme ich dann gleich zu sprechen. Letzten Endes, Sie sehen die verschiedenen Ebenen nach unten, kann in dem Verfahren immer eine Entscheidung dann durch das entsprechende Organ ergehen, die dann entweder in Rechtskraft erwächst, indem die Parteien diese Entscheidung akzeptieren, oder es besteht weiterhin immer die Möglichkeit, auch ein Rechtsmittel einzulegen. Beim Deutschen Sportschiedsgericht zum Beispiel wäre das das Rechtsmittel zum Court of Arbitration for Sport, also zum CAS, zum Internationalen Sportgerichtshof. Kommen wir zum Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht, das, wie ich anfangs schon sagte, der Regelfall ist, wenn ein Athlet gegen eine beabsichtigte Sperre vorgeht. Das ist einfach deshalb der Fall, weil der überwiegende Teil der nationalen Sportfachverbände das Ergebnismanagement und Disziplinarverfahren an die NADA abgetreten hat oder übertragen hat und auch die Durchführung der Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht als Hauptmöglichkeit bevorzugt, um eine unabhängige Entscheidung herbeizuführen. Da sind wir hier an dieser Stelle nochmal. Eben die NADA leitet selbst das Verfahren ein und zwar vor dem Deutschen Sportschiedsgericht. Warum gibt es das? Das Deutsche Sportschiedsgericht ist 2008 gebildet worden als unabhängiges Schiedsgericht, angesiedelt bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit in Berlin. Das Schiedsverfahren findet dort unter Anwendung der sogenannten DIS-Sportschiedsgerichtsordnung statt und hat folgende Vorteile, nämlich dass zum einen die Unabhängigkeit von in Sport- und dopingrechtlichen Verfahren gesichert wird und zum anderen gewährleistet das Deutsche Sportschiedsgericht die gerechte und einheitliche Sanktionierung, indem die Möglichkeit besteht, eine kohärente und regelmäßige Rechtsprechung zu etablieren, auf die sowohl die NADA als auch die Athletenvertreter Bezug nehmen können. Gleichzeitig
soll durch eine entsprechende Auswahl der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen eine fachliche Kompetenz im Sportrecht, insbesondere in Bezug auf Anti-Doping-Recht natürlich, gewährleistet werden. Und das ist der große Vorteil einfach gegenüber einem Verfahren, das möglicherweise zum Beispiel vor ordentlichen Gerichten dann geführt werden müsste. Insofern ist die fachliche Kompetenz hier gesichert. Und auch nicht zu unterschätzen ist, dass natürlich dadurch, dass die Verfahren von der NADA geführt werden und vor einem unabhängigen Gericht, die nationalen Sportfachverbände auch wirkungsvoll entlastet werden. Denn natürlich ist es insbesondere bei kleineren Verbänden, die ehrenamtliches Personal beschäftigen, gar nicht mal so einfach, den administrativen und auch fachlichen Aufwand zu bewerkstelligen, der durch die Bündelung bei der NADA und beim Sportschiedsgericht gewährleistet werden kann. Die Zuständigkeit des Deutschen Sportschiedsgerichts ergibt sich aus der ZPO, da es ein echtes Schiedsgericht im Sinne der ZPO ist. Maßgeblich ist hierfür nach § 1029 ZPO, dass eine Schiedsvereinbarung zwischen den Parteien vorliegt. Parteien des Verfahrens sind grundsätzlich, wie schon gesagt, erstmal der Nationale Sportfachverband, weil natürlich die Sanktionshoheit bei dem Verband liegt. Das heißt, es schließt immer der Verband mit dem jeweiligen Athleten, der Athletin eine Vereinbarung ab. Diese Schiedsvereinbarung begründet zwischen den Parteien ein zivilrechtliches Verhältnis, das die Zuständigkeit des Deutschen Sportschiedsgerichts festlegt. Gleichzeitig wird in diesen Vereinbarungen der NADA eine eigene Klagebefugnis aus abgetretenem Recht zugestanden. Sprich, der Nationale Sportfachverband beauftragt die NADA damit, in seinem Namen das Verfahren zu führen. Die NADA stellt den nationalen Sportfachverbänden Musterschiedsvereinbarungen zur Verfügung. Das heißt, es ist auch dafür gesorgt, dass hier eine harmonische oder harmonisierte gleichlautende Anbindung der Athleten an die Schiedsgerichtsbarkeit festgelegt ist oder sichergestellt ist. Die Verfahrensgrundsätze des Deutschen Sportschiedsgerichts ergeben sich direkt aus Artikel 8 WADC. Da hatten wir ja das Fair Hearing und die Operationally Independent Hearing Panels festgestellt. Das spiegelt sich genauso in der Sportschiedsordnung wider, nämlich in § 15 und 18. Zunächst einmal geht es um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter. Das ist insofern natürlich ganz wichtig, weil sichergestellt sein soll, dass weder von Seiten des Athleten noch von Seiten der NADA eine Beeinflussung des Schiedsgerichts durchgeführt werden soll. Gleichzeitig kann eine der Parteien immer auch bei berechtigten Zweifeln an der Unabhängigkeit einen Schiedsrichter ablehnen. Insofern dann würde der ausgetauscht und es kann sichergestellt werden, dass das Verfahren unabhängig und fair durchgeführt wird. Gleichzeitig ist ein Verfahrensgrundsatz, dass die Parteien gleich zu behandeln sind und in jedem Stand des Schiedsverfahrens auch immer rechtliches Gehör gewährt bekommen. Das sichert die sogenannte prozessuale Waffengleichheit. Vor allem ist das vor dem Hintergrund wichtig, dass natürlich die NADA als die Anti-Doping-Agentur in Deutschland immer natürlich die größere Fachkompetenz gegenüber einem Athleten normalerweise hat und ein jedenfalls gefühltes Übergewicht möglicherweise da ist. Und der Athlet, der einen Parteivertreter mit ins Verfahren bringt, soll nicht schlechter gestellt werden als die NADA. Insofern ist es immer wichtig zu betonen, dass beide Seiten gleichermaßen rechtliches Gehör erhalten, ihre Sichtweise des Sachverhalts darstellen können und auch die rechtliche Würdigung der Fakten gleichermaßen dem Schiedsgericht darstellen können. Auch wichtig vor dem Hintergrund der prozessualen Waffengleichheit ist
die sogenannte Verfahrenskostenhilfe, VKH, die in der DIS-Sportschiedsordnung bzw. der VKH-Ordnung angelegt ist. Es handelt sich hier um einen Geldfonds, der zur Verfügung gestellt wird, um Athleten einfach zu ermöglichen, das Verfahren ohne Blick auf die Prozesskosten durchzuführen. Das orientiert sich an der Prozesskostenhilfe, die aus dem ordentlichen Gerichtsverfahren bekannt ist und soll einfach sicherstellen, dass kein Athlet eine Sperre nur deshalb akzeptiert, weil er befürchtet, ein Verfahren sich nicht leisten zu können. Der Ablauf des Disziplinarverfahrens vor dem Deutschen Sportschiedsgericht ist auch in der Sportschiedsordnung angelegt. Zunächst einmal leitet die NADA das Disziplinarverfahren ein durch Einreichung der Schiedsklage. Das heißt, der Athlet muss auch nach Einreichung seines Antrags erstmal keine weiteren Schritte vornehmen, sondern die NADA wird erstmal tätig, fasst die Fakten zusammen und stellt dem Schiedsgericht dann ja die rechtliche Würdigung, die Einschätzung des Falles dar. Und der Athlet erhält dann Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen und seine Sicht der Dinge darzulegen. Gleichzeitig ist die Zusammensetzung des Schiedsgerichts in jedem Schiedsverfahren, Sportschiedsverfahren, so angelegt, dass beide Parteien sich auf einen Schiedsrichter oder bei komplexeren Verfahren auch auf ein Schiedsgericht aus 3 Personen einigen. Das Verfahren hierfür ist nach dem Zufallsprinzip. Da gibt es dann eine Vorschlagsliste und dadurch wird sichergestellt, dass keine der Parteien besondere Vorteile durch die Auswahl des jeweiligen Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin erfährt. Und das Verfahren selbst richtet sich dann nach 2728 des Sportschiedsordnung. Der Schiedsrichter ermittelt den Sachverhalt. Das kann sehr umfassend passieren. Also das Schiedsgericht hat da freie Hand. Es kann eine mündliche Verhandlung auch digital durchgeführt werden. Und in dieser Verhandlung können sowohl die Parteien nochmal das Wort ergreifen, sowie auch Zeugen und Sachverständige gehört werden, um den Sachverhalt vollumfänglich zu ermitteln und die Fakten darzustellen. Das Verfahren endet dann schließlich mit dem Erlass des Schiedsspruchs. Da wären wir wieder bei Artikel 8 WADC, wo die Notice of Decision festgelegt wurde, also eine ausführliche Darstellung des Sachverhalts mit entsprechenden Gründen für die Entscheidung und der Würdigung natürlich des Parteivortrags. Und auch hier ist weiterhin in § 61 noch angelegt, dass eben ein Rechtsmittelrecht besteht. Das besteht immer zum KAS binnen Frist von 21 Tagen nach Zugang der Entscheidung. Und dann will ich abschließend noch kurz eingehen auf das Verfahren beim jeweiligen Verbandsorgan. Da sind wir hier an dieser Stelle. Es ist also immer dann der Fall, wenn der nationale Sportfachverband für sich entschieden hat, dass das deutsche Sportschiedsgericht nicht zuständig sein soll, sondern ein sogenanntes Schiedsgericht beim Verbandsorgan, ein Sportgericht oder ein anderes Gremium, das dann entscheiden soll. In dem Fall kommt es dann auch noch darauf an, ob der NADA das Ergebnismanagement übertragen wurde oder nicht. Hat die NADA das Ergebnismanagement übertragen bekommen und Disziplinarverfahren, dann leitet die NADA beim Verbandsorgan das Disziplinarverfahren ein. Andernfalls führt der Verband das Disziplinarverfahren eigenständig und der Verfahrensablauf richtet sich dann nach der jeweiligen Rechts- und Verfahrensordnung des Nationalen Sportfachverbandes. Immer dann auch unter Beachtung natürlich der Verfahrensgrundsätze, die in Artikel 8 WADC bzw. Artikel 12 NADC zugrunde gelegt werden. Also der Verband hat natürlich den Code umzusetzen und sich in seinem eigenen Verfahren auch danach zu richten. Beispiele hierfür sind der Deutsche Dartverband oder der American Football Verband, die das Verfahren noch selbst führen und dann entsprechend Verstöße selbst noch sanktionieren.
Gleichzeitig ist trotzdem immer gemäß Artikel 12.1.4 NADA-Code fest oder sichergestellt, dass die NADA als Prozessbeobachter immer dann tätig wird, wenn das Ergebnismanagementverfahren und Disziplinarverfahren nicht auf sie übertragen wurde. Das heißt, die NADA stellt hierdurch sicher, dass die Anti-Doping-Bestimmungen im verbandseigenen Verfahren ordnungsgemäß Anwendung finden. Und sollte einmal das nicht der Fall sein, steht immer noch auch gegen die Entscheidung des Verbandsorgans ein Rechtsmittel, entweder zum Deutschen Sportschiedsgericht oder zum KAS zur Verfügung, um den Parteien, sowohl dem Athleten als auch der NADA, hier ein Rechtsmittelrecht aus Artikel 13 NADA-Code zu gewährleisten. Soweit der kurze Überblick über die Disziplinarverfahren beim Deutschen Sportschiedsgericht und bei den Verbandsorganen. Und ich darf dann an dieser Stelle an Eva wieder zurückgeben und bedanke mich zunächst einmal für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sehr viel Juristisches jetzt auch dabei und ich glaube, es gibt auch schon die ersten Fragen im Chat. Einfach nochmal der Hinweis, weil der Vortrag zum Ergebnismanagement erwähnt wurde. Wer den nicht mitbekommen hat oder sich vielleicht gegebenenfalls gar nicht mehr erinnern kann, wir haben den bei uns auf der Webseite auch als Aufzeichnung. Also Sie können sich den gerne nochmal ansehen, einfach bei uns auf die Mediathek gehen und dann sind da auch alle Webseminare der Vergangenheit zu finden. Das Einzige, was wir rausgenommen haben, falls es der ein oder andere nochmal sucht, sind die Informationen zur Verbotsliste, weil sie eben nicht mehr aktuell sind, also da nicht wundern. Aber alles, was noch aktuell ist und was auch wirklich noch Bestand hat, ist da an Filmen auch zu finden, sodass Sie sich die vergangenen Webseminare da gerne nochmal ansehen können. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema Disziplinarverfahren und auch schon zu den ersten Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen gerne im Chat oder eben auch per Handzeichen und wir machen das Mikro gerne laut. Manchmal ist es ja ganz sinnvoll, auch seine Frage dann laut zu stellen. Und ich lese mal die erste Frage vor, die wir im Chat bekommen haben. Bei wie vielen Fällen der positiven Dopingtest pro Jahr kommt es tatsächlich zum Disziplinarverfahren und hat die Klagefreudigkeit in den letzten Jahren eher zu oder eher abgenommen? Mhm. Ja, die konkrete Anzahl von Fällen kann ich jetzt aus der Lameng nicht sagen, aber da kann ich gerne auf den Jahresbericht verweisen, der diese Fallzahl ausweist. Es ist auf jeden Fall so, dass mit der Reform des NADA-Codes 2021 eine Verschiebung bei den Disziplinarverfahren stattgefunden hat. Einfach aus dem Grund, dass, wie eben dargestellt, ich kann da auch nochmal hier auf die Übersicht gehen. Diese Trennung zwischen Disziplinarverfahren und Ergebnismanagementverfahren am Punkt des Sanktionsbescheids stattfindet. Früher war es so, dass die NADA immer, wenn sie einen Verstoß festgestellt hat, eine Schiedsklage erhoben hat. Und seit der Reform ist es eben für den Athleten möglich, vor Einreichung einer Schiedsklage bereits das Verfahren zu beenden, indem einfach die Sanktion akzeptiert wird. Das ist kostengünstiger für alle Parteien und auch bedeutet auch weniger Aufwand. Und dadurch liegt es einfach in der Hand des Athleten zu sagen, okay, ich möchte nicht ins Disziplinarverfahren gehen. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass eine bestimmte Zahl von Fällen ohne Disziplinarverfahren beendet werden durch Entscheidung der NADA. Es ist allerdings auch so, dass natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Delle die Disziplinarverfahren vor allem in den letzten anderthalb Jahren durchaus wieder an Fahrt aufgenommen haben, einfach weil streitige Fälle aufgekommen sind und natürlich die Athleten auch ein Interesse daran haben, diese zu klären. Genau, der Jahresbericht ist auch bei uns auf der Webseite zu finden. Da finden Sie tatsächlich eine Tabelle aller möglichen Verstöße und sehen auch dann, wie es am Ende ausgegangen ist. Also da sind sowohl die Fälle, wo es eben zu keinem Dopingverstoß gekommen ist, als auch die Fälle, wo eben eine TOE vorlag, die dann eben im Ergebnismanagementbereich schon eingestellt wurde, aber auch die Sanktionen oder weitere Fälle eben mit drin. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ich sehe kein Handzeichen. Ich sehe nur eine Begrüßung noch im Chat. Moin zurück. Genau, was gibt es noch? Da kommt noch eine Frage. Hallo, eine Frage zur Verfahrensdauer. Wie lange dauert so ein Verfahren vor dem DIS durchschnittlich? Warum ziehen sich die Verfahren teilweise über Monate oder Jahre? Also
Ein Durchschnitt ist schwer zu beschreiben, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich die Parteien, wenn das Verfahren eingeleitet wurde, zunächst einmal die formellen Fragen klären, also insbesondere die Schiedsrichterauswahl. Und dann kann natürlich ein Zeitmoment entstehen, dadurch, dass die verschiedenen Stellungnahmen ausgetauscht werden, gegebenenfalls ein Gutachten eingeholt wird oder Zeugenaussagen, Zeugen vernommen werden. Gleichzeitig besteht immer die Möglichkeit, dass eine Partei Fristverlängerung erhält, wenn einfach Ferienzeit ist oder in Krankheitsfällen. Insofern kann es durchaus sein, auch wie in der normalen Gerichtsbarkeit, dass Verfahren sich ein bisschen hinziehen über einige Monate. Aber das ist der Normalfall und das wird sich aufgrund der Verfahrensprozesse auch nicht so schnell ändern. Genau, ich gehe an die nächste Frage, die schlägt in die gleiche Richtung. Hier geht es um den konkreten Fall Mario Vuskovic vor dem KAS und das KAS-Verfahren wurde jüngst verschoben. Wenn es um den sauberen Sport geht, wieso entsteht der Eindruck, dass dieser Prozess in die Länge gezogen wird? Wann wird es vor dem KAS zur Verhandlung kommen? Diese Frage können wir tatsächlich nicht beantworten, weil das KAS eben für die Verfahrensführung und auch für die Terminierung verantwortlich ist. Von daher müssen Sie sich da tatsächlich auch an den KAS mit dieser Frage wenden. Und die Länge des Verfahrens ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt seit sehr, sehr langer Zeit bei der NADA und ich kann sagen, jedes Verfahren hat eine unterschiedliche Länge. Also das hat zum einen diese Punkte, die Maximilian Schmachtenberg schon aufgeworfen hat dabei. Aber es hängt dann wirklich von jedes Verfahren ist ein Einzelfall und der wird im Einzelfall betrachtet. Es ist nicht so, dass hier pauschal die 4 Jahre vergeben werden, auch nicht vor Gericht, sondern wirklich jeder einzelne Umstand wird einbezogen. Und dann kann das manchmal auch länger dauern und manchmal auch nicht. Auch wenn wir sicherlich bei den Verfahren da noch Möglichkeiten sehen, sie zu verkürzen. Zum einen ist da jetzt auch dieser Sanktionsbescheid mit drin, dass man eben auch schon Verfahren verkürzen kann. Aber es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten bei Gerichten, das noch zu verkürzen. Und da ist die NADA auch dran. Es gibt ein Handzeichen. Dann machen wir sie gerne laut. Meine Kollegin hat sie laut geschaltet. Sie müssen ihr Mikro jetzt tatsächlich selber noch mal laut schalten. Dann hören wir sie hoffentlich gleich auch. Sie müssen nur noch ihre Stummschaltung jetzt aufheben. Jetzt müssen wir sie hören. Versuchen Sie es mal. Nee, wir hören Sie leider nicht. Ich würde mal einmal die Zwischenfrage stellen. Es kam nämlich noch eine rein. Warum sind die Verfahren vor dem DIS eigentlich nicht öffentlich? Die Verfahren sind grundsätzlich erstmal deshalb nicht öffentlich, weil ja natürlich jeder Verstoß oder auch möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen einen höchstpersönlichen Bereich des jeweiligen Athleten betrifft. Und eine verschwiegen, insbesondere im Schiedsverfahren, erstmal eine Verschwiegenheit vereinbart wird. Zusätzlich ist die Nichtöffentlichkeit in der DIS-Sportschiedsordnung angelegt, dass eben die mündliche Verhandlung nicht öffentlich geführt wird, es sei denn, die Parteien haben das vereinbart. Und bisher, so habe ich es jedenfalls immer erlebt, war insbesondere von den Athleten auch nicht gewünscht, dass das Verfahren öffentlich geführt wird. Sollte es einmal der Fall sein, hat die NADA sicherlich nichts unbedingt dagegen einzuwenden, wird jedenfalls im Einzelfall betrachten, ob eine öffentliche Verhandlung erforderlich oder zweckdienlich ist. Genau, aber grundsätzlich ist eben eine öffentliche Verhandlung nicht vorgesehen. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Das ist ja ein Thema, das auch in Fällen in der Vergangenheit aufgekommen ist. Und es ist ein Athletenrecht mittlerweile auch. Also das, was eben Maximilian Schmachtenberg auch sagt, wenn das beantragt wird von dem Athleten, hat er auch das Recht. Das hat so ein bisschen auch eine historische Geschichte dahinter, weil früher Verfahren nie öffentlich waren und dann eben auch über die Athleten das gefordert wurde und dieses Athletenrecht mittlerweile wahrgenommen werden kann, aber eben oftmals nicht wird und deswegen die Verfahren auch nicht öffentlich sind. Jetzt versuchen wir, Sie immer noch laut zu kriegen, aber Sie haben auch die Hand runtergenommen. Sonst können Sie Ihre Frage gegebenenfalls in den Chat schreiben.
dass wir Ihre Frage auch aufnehmen können. Das ist sehr schade, wenn die jetzt untergehen würde. Da kommt sie. Ja, ich konnte meine Stummschaltung nicht aufheben. Genau, das haben wir festgestellt. Das tut uns sehr leid. Ich hoffe, dass wir jetzt die Frage einmal vorlesen können. Meine Frage war, ob die Rechtsberater bei der NADA jeweils immer nur für eine Sportart zuständig sind oder Rechtsberater aller Sportarten behandeln. Ja, das kann ich ganz einfach beantworten, dass nämlich die Sachbearbeiter bei der NADA alle Sportarten bearbeiten und über alle Sportarten jeweils den Überblick haben und da auch alle Sportarten sozusagen gleich behandelt werden, sowohl juristisch als auch in der Faktenbearbeitung, um eine gleichmäßige Berücksichtigung sicherzustellen. Genau, und dann haben wir nochmal eine Frage zum Fall Mario Vuskovic. Das ist also für alle die es nicht wissen, es ist ein laufendes Verfahren und tatsächlich diese Frage, die auch gerade im Chat gestellt wurde, zu Einzelheiten des Verfahrens werden wir nicht beantworten, weil es einfach ein laufendes Verfahren ist. Da können wir im Moment keine Stellung zu nehmen. Dann haben wir aber noch eine andere Frage bekommen. Wie hoch ist der Strafrahmen für Verstöße? Ja, der Strafrahmen unterscheidet sich je nach Verstoß. Da gibt es im NADA-Code entsprechend einige Verstöße. Also da kann ich vielleicht auch nochmal auf Herrn Dr. Mordziefers Webseminar vom November 2022 verweisen. Da wird es auch nochmal genauer dargestellt. In der Kurzfassung, die Standardsanktion für einen absichtlichen Verstoß bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis, also die positive Urinprobe, sind 4 Jahre. Bei einem unabsichtlichen Verstoß sind es 2 Jahre. Das ist so der übliche Punkt, von dem man ausgeht. Und dann gibt es immer noch Möglichkeiten, bei verringertem Verschulden in Einzelfällen hiervon noch die Sperre zu reduzieren. Das ist aber, wie gesagt, von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich und einzelfallabhängig. Zusätzlich gibt es bei Verstößen beispielsweise Verweigerung einer Probe, also einer Urinabgabe oder bei Meldepflichtverstößen nochmal andere Sanktionsrahmen, die von 2 bis 1 Jahr Sperre reichen oder auch Verwarnung. Also das ist alles sehr einzelfallabhängig und würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich das im Einzelnen nochmal darstellen würde. Genau, vielleicht kannst du die Nachfrage nochmal beantworten. Wo ist denn der Strafrahmen festgeschrieben? Ach so. Ja, genau. Der Strafrahmen ergibt sich aus Artikel 10 NADA Code, 10.2 und 10.3. Da ist für jeden einzelnen Verstoß im Einzelnen jeweils die Sperre mit den möglichen Herabsetzungsgründen dargelegt, sodass also ganz klar ersichtlich ist, für welche Art von Verstoß welcher Strafrahmen festgelegt wird. Genau, also Sie finden den nationalen Anti-Doping-Code genauso wie den Welt-Anti-Doping-Code. Also der nationale Anti-Doping-Code ist ja die Umsetzung für Deutschland, der dann auch die Rahmenparameter für Deutschland umfasst. Beides finden Sie bei uns auf der Website und können das dann auch nochmal im Einzelnen nachlesen. Also diese Fragestellung, die Sie jetzt da auch, das ist wirklich eine Fragestellung, die sich nicht in einer Minute beantworten lässt, weil es auch mehrere Seiten umfasst. Das finden Sie eben alles dann auch bei uns auf der Webseite als Download und können das da nachlesen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Tut uns leid, dass wir Sie eben nicht laut schalten konnten, aber ich hoffe, die Fragen konnten wir im Chat beantworten. Wenn ich jetzt keine Fragen mehr sehe, zum einen sollten im Nachgang noch Fragen aufkommen. Können Sie uns gerne per E-Mail erreichen, kommunikation@nada.de. Wir verteilen die dann im Haus, die Anfragen, die Sie uns senden, damit Sie die Fragen dann auch im Nachgang noch beantwortet bekommen. Ansonsten stellen wir das Webseminar natürlich auch wieder bei uns auf der Webseite online zum nochmaligen Nachschauen. Ja, und dann bleibt es mir eigentlich nur noch übrig, wir hätten das nächste Webseminar tatsächlich direkt in der Weihnachtszeit, sodass wir beschlossen haben, im Dezember einmal auszusetzen und im Januar weiterzumachen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder bei dem nächsten Webseminar. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Weihnachtszeit. Tschüss. Danke, tschüss.